So viele Fragen und so wenig Zeit. Willkommen auf dem Channel des Syndikats. Ich bin Kumagawa und hier erklären wir euch das Ende von The Devil's Hour. Wir starten direkt in die Vollen und fangen an bei Gideon. Alles fing an mit Gideon Shepard. Er verschwand im Jahre 1967 mit 9 Jahren, nachdem er seinen Vater erstochen hat. Er war der Erste, bei dem wir sehen, dass nachdem er sein Leben immer und immer wieder durchlebt hat, und es immer wieder damit endete, dass sein Vater ihn und seinen Bruder ertränkte, er irgendwann diese Déjà-vu-Ereignisse richtig deuten konnte. Und darum geht es auch in dieser Serie. Die Leute haben eine Fähigkeit, ihre vergangenen Leben oder die Zeitschleife zu erkennen und die Muster zu durchschauen. Er wusste, er musste seinen Vater töten, um seinen Bruder zu retten. Jedes Mal, wenn er dann von der Polizei ergriffen worden ist, hat er sich umgebracht, um den nächsten, sagen wir mal, Lebenszyklus zu starten. Ähnlich wie bei Täglich grüßt das Murmeltier. Er wusste, was er zu tun hatte, damit das Leben der Leute den Verlauf nahm, den er für richtig hielt. Er kämpfte nur, wenn er wusste, dass er siegt. Er fing an, seine Fähigkeiten dafür einzusetzen, Tragödien abzuwenden und Menschen zu retten. Die Zeitungsschnipsel an der Wand, die wie der Fiebertraum eines Wahnsinnigen aussehen, waren Stichpunkte, die Gideon sammelte nach dem Neustart seines Lebenszyklus. Es blieben ihm nur seine Erinnerungen. Er umgab sich deshalb mit allen möglichen Informationen, die ihm dabei halfen, sich zu fokussieren. Einer seiner Verbündeten war das junge Mädchen Evelyn, die nachdem Gideon verhinderte, dass sie und ihre Eltern bei einem Autounfall starben, ebenfalls anfing, die Welt so wahrzunehmen wie Gideon selbst. Er drückte es so aus, dass sie anfing, Geister zu sehen, die für die jeweiligen Abweichungen stehen, also das, was hätte sein sollen. Evelyn war auch diejenige, die den vermissten Jonah Taylor aufnahm. Sie wusste, dass Gideon nur das Beste für Jonah Taylor wollte. Jonah Taylor war der Junge, der scheinbar entführt worden war. In der originalen Zeitlinie haben die Eltern von Jonah ihn umgebracht. Jetzt erkennt man ein Muster. Lucy Chamber leidet nicht an einer Geisteskrankheit. Ihre Visionen sind tatsächlich Déjà-vus, vergangene Ereignisse. Nämlich von einer anderen Zeitlinie, die so nicht eingetreten ist. In der Originalzeitlinie von Lucy Chambers bringt sich ihre Mutter um. Lucy Chambers wird daraufhin Detective und sie ist immer diejenige, die Gideon fängt. Wie wir am Ende erfahren, gab es einen Neustart, bei dem Gideon 25 Jahre im Gefängnis verbrachte, um Lucy eine einzelne Frage zu stellen. Diese Frage war, was ist das Schlimmste, was ihnen je passiert ist? Es war der Selbstmord von Lucys Mutter, den Gideon daraufhin verhinderte, somit wurde sie kein Detective. Doch schaffte sie es dennoch, ihn zu fangen. Er versuchte Lucy davon zu überzeugen, dass Isaac eine Anomalie ist. Lucys Sohn hätte nie existieren sollen. Ihm ist es möglich, die alternativen Zeitlinien wahrzunehmen und sogar zu berühren. Genau wie bei der Mutter von Lucy, die alternative Zeitlinien wahrnehmen konnte. Gideon bezeichnet das Wahrnehmen von den Abweichungen als Riffel. Der Knopf, den Lucys Mutter die ganze Zeit in der Hand hält, dient dazu, sie in der Zeitlinie zu verankern. Sie gibt ihn aus diesem Grund später an Isaac weiter und er aus Mitleid an Ravi. Gideon nach sollte es Isaac gar nicht geben. Er besitzt keine Gefühle, das wird am Ende revidiert, als wir den Telefonanruf von Isaac hören und er möchte, dass seine Mutter nach Hause kommt und er ihr sagt, dass er sie liebt. Das tragische Ende von Isaac ist jedoch, dass er scheinbar bei einem Brand verursacht von seinem nassen Shirt, das er auf die Heizung gelegt hat, stirbt. Sein Vater hätte ihn retten können, aber er hat Isaac immer als Hindernis gesehen, das er niemals haben wollte. Gideon entkommt aus der Haft und wir erleben einen Neustart, während Lucy erstickt. In einer anderen Zeitlinie sehen wir dann Lucy als Polizistin. In dem Haus, in dem sie wohnte, leben nun die Warrens, die auch in der Originalzeitlinie Opfer des Brandes waren. In dieser Zeitlinie heiratete Lucy Ravi. Aus diesem Grund hat es auch sofort zwischen den beiden gefunkt. Der Grund, warum Lucy immer um 3.33 Uhr aufgewacht ist, lag daran, dass sich in der ersten Zeitlinie ihre Mutter um diese Uhrzeit umbrachte und Lucy ebenso wie Gideon die Fähigkeit entwickelte, die vergangenen Zeitlinie zu deuten. Aus diesem Grund hatte sie auch Déjà-vus. Der Tod ist nicht das Ende, sondern nur ein Satzzeichen. Das sagt Gideon, doch das Ende ist im Grunde sehr traurig. So, wie fandet ihr The Devil's Hour? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch Fragen zu dem Ende habt, dann gerne ebenfalls in die Kommentare damit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft über neue Videos informiert zu werden. Bis zum nächsten Mal.